Yo, moin Leute, Unimog Vlog Nummer 6 und ihr könnt es schon im Hintergrund erkennen, der Unimog steht wieder auf seinen Beinen, auf seinen vier Füßen und ja, wir nehmen euch ein bisschen mit auf die Reise, wie das alles passiert ist. Wir hatten ja beim Sandstrahlen schon angeteasert gehabt, so ein bisschen in Folge 4 oder 5, glaube ich, war das, dass wir ein bisschen Probleme hatten mit dem Triebling vorne. Den haben wir komplett überholt, da hatten wir auch das Differential komplett aufgehabt und so weiter und so fort. Das alles seht ihr in dieser Folge. Und natürlich auch, wie wir es dann schlussendlich montieren, wie wir die Achsen reinheben, die Schubrohre mit den Schubkegeln, mit den Abstandsplatten und so weiter. All das seht ihr in dieser Folge. Für all die Leute, die da so ein bisschen freakmäßig in der Maschinenbauwelt unterwegs sind, wird es, glaube ich, super spannend. Wie ihr seht, Felgen, neue Reifen, auch alles schon lackiert, Federn dran und so weiter und so fort. Heute haben wir begonnen, auch schon Zapfwelle reinzuhängen und Lenkgetriebe und all das. Bleibt dabei, es wird spannend und ja, wir freuen uns natürlich immer wieder auf euer Abo und auf eure Gefällt-mir-Angaben und natürlich auch auf eure Kommentare. Also wenn ihr was habt, wenn ihr was wissen wollt oder irgendwelche anderen Sachen sehen wollt, dann schreibt uns doch gerne einfach einen Kommentar und ja, wir freuen uns. Bis denne. Hier seht ihr den Triebling der Vorderachse. Beim Demontieren der Achse haben wir damals festgestellt, dass das Zylinderrollenlager und viele weitere Bauteile komplett zerstört waren. Ebenfalls haben wir bei beiden Achsen das Trieblingsgehäuse ausgetauscht. Das Lager wurde auf dem Herd in Öl erhitzt und rutscht nun butterweich auf den Triebling drauf. Nun gilt es, die Mutter mit dem 55er Schlüssel in einem exakten Drehmoment anzuziehen. Mit dem passenden Gewicht und ein bisschen Rechnerei hat es dann perfekt geklappt. Hier seht ihr übrigens im Schraubstock eingespannt die alte kaputte Kardanwelle der Vorderachse. Diese hat durch den Lagerschaden genauso wie das Schubrohr von innen massive Schäden erlitten und musste ausgetauscht werden. Die Suche nach einem passenden Schubrohr und der dazugehörigen Kardanwelle hat uns bislang in der Ersatzteilsuche die meiste Arbeit bereitet. Nun folgt die Montage an der Achse. Auch hier gibt es Abstandsplatten, die dafür verantwortlich sind, wie weit der Triebling in das Differential hineinragt. Diese müssen natürlich passend zur Achse gewählt sein, um das perfekte Greifen der Zähne zu gewährleisten. Die Räder haben wir schon außerhalb des Fahrgestells montiert, um die Achse zum Getriebe schieben zu können. So, und nun Kardanwelle mit den Sicherungsblechen dran und Schubkegel ans Getriebe. Auch hier ist wichtig, nicht die Abstandsplatten zwischen Kegel und Getriebe beim Einbau zu vergessen. Das gleiche Spiel folgt auch bei der Vorderachse, nur dass alles hier noch viel, viel, viel enger ist. Übrigens, nicht erschrecken, den Schubkegel haben wir bewusst nicht im ausgebauten Zustand lackiert, um Farbablagerung zu verhindern. Er ist im eingebauten Zustand im finalen Gang des Fahrgestells noch einmal mitlackiert worden.